Visit the store to make sure you've ample supplies. Hallo ihr Zombies und Zombien und hallo YouTube, ich bin der ChrisLandField und begrüße euch zu der dritten Episode von Let's Play Dragon's Dogma, Dark Arisen. Ja, wir haben es geschafft gehabt in der letzten Folge, wir haben unseren allerersten Vasallen jetzt hinzubekommen und haben uns ein bisschen hier in Casales umgeschaut, also hier unsere Hauptdorf, wenn man es so will, also unsere Stadt sozusagen. Naja gut, Stadt kann man das nicht nennen, das ist ein Fischerdorf, wenn wir dabei, ist ein Fischerdorf. Und wir haben auch, wie wir es gleich sehen können, unsere allerersten Aufträge angenommen. Und die wollen wir doch gleich erfüllen, oder? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt die allererste Mission wäre dann, glaube ich, nehmen wir mal die Hasenmission. Nehmen wir die in die Prioritätsliste nach oben. Und wir gehen uns raus, machen unsere ersten Schritte draußen in der Welt von Granzes. Hasen sollte man, denke ich, ganz schnell erledigen. Also das ist eine Mission oder ein Auftrag von kurzer Dauer, würde ich sagen. Die ersten werden, glaube ich, auch hier irgendwo rumgucken. Na, ist hier nichts? Nein, hier scheint nichts zu sein. Aber ich sehe schon. Nummer 1, Nummer 2. Mal langsam ran, nicht, dass hier noch mehr sind und die dann irgendwie aufgeschreckt abhauen. So, mir vorgehabt, dass wir eventuell heute mal eine halbe Stunde diese Folge machen, denn das dauert ja schon recht lange, bis wir alle Missionen komplett haben. Also ich bin jetzt nicht drauf aus, alle Missionen in dieser Episode fertig zu machen. Ich glaube, das schaffe ich auch nicht, allein wegen dieser ganzen Pflanzengeschichte, die wir haben. Bei der letzten Folge noch eine Mission angenommen gehabt, dass wir Kräuter finden für die Dame, die die Verletzten halt. Ne? Die braucht aber auf jeden Fall noch ein paar Kräuter, die wir jetzt für sie finden sollen, aber ich würde ja erstmal sagen, dass wir hier zuerst die Kanickel jagen. Auch wenn es mir leid tut, die armen Fischer. Aber sie stehen wohl ganz unten in der Nahrungskette. Ah, die Gegend ist auch schon ganz schön soweit. Ich glaube, hinten kann man sogar noch Grand Zoran sehen, ne? Da hinten ist die Hauptstadt der Welt, wo der König auch lebt. Dort ganz gut zu sehen. Das sind Ruinen. Das sieht doch sehr interessant aus. Da will ich auf jeden Fall noch hin. Aber ich glaube, das dauert noch seine Zeit, bis wir dort ankommen. Oh, da haben wir noch was. Kein Lienchenfeld. Kohle, wo? Da hinten. Alles klar. Oh nein, 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 nein. Ein Wanderer wird zusammengeschlagen. So nicht, Freunde. Lass den in Ruhe, verflucht. Gut, jetzt sind sie wenigstens auf mich fixiert. Zack. So, erledigt. Das war viel zu knapp. Ich werde Reynard genannt. Ich bin ein fahrender Händler, obwohl diese verdammenswürdigen Bestien meine Waren ruiniert haben. Aber dank euch habe ich wenigstens nur Waren verloren. Ein gutes Geschäft habt ihr, mein Dank. Sehr schön, danke. Genau, in der Welt gibt es auch fahrende Händler, die für uns ein paar Items haben. Nicht von Wichtigkeit, hin und wieder haben sie noch brauchbare Sachen da. Oh. Mann, wie die kriegen, ey. Tut mir schon fast leid. Oder unten kriegen wir das Vieh noch? Auftrag erledigt. Sauber. Felsen brauchen wir nicht. Jetzt können wir mal gucken, was wir hier an Material jetzt da haben.
Okay, ist das für die Nacht? Haben hier noch Kleidung, dann können wir uns ja eigentlich im Prinzip gleich mal ausrüsten. Ausrüstung. So, mal gucken. Genau, das sind die unsere Standardwaffen. Kopfüber haben wir jetzt nichts. Aber können wir mal. Nee, Moment, das ist unsere alte Kleidung, ne? Ja, deswegen sinken die Werte auch. Na, logisch. Das tragen wir. Ja, aber hier ein Umhang. Das rüsten wir aus. Klar doch. Ja, das ist was Mystisches. Umhang, sehr schön. So, wenn wir schon dabei sind, Kobolde zu erledigen, können wir mal gucken, ob wir jetzt hier im Waldbereich noch einige Kobolde finden. Vom Teufel spricht. Jetzt kommt. Ich nehme es einfach mal mit. Man weiß ja nie, wozu man es gebrauchen kann. Morning, afternoon, night. Each leg of the day bears its own disguise. Geld gibt immer. Oh, noch einer. Ja, ist klar, Gasthaus, ist klar, wenn wir verletzt sind. Ach, Mist, verfehlt. Halt ein bisschen Cash, ein bisschen Geld geht. Nehmen wir mit. Oh, wir wollen uns heilen. Ja, super, super, gerne. Sehr schön. Das ist die Sonnenglanzblüte, genau. Die brauchen wir. Die wächst ja hier in der Nähe von größeren Bäumen. So stand das ja, glaube ich, in der Missionsbeschreibung. Können wir nochmal gucken. Blumenlieferung. Jetzt können wir mal als nächstes machen. Sonnenglanz und Mondenglühen. Sammelt zuerst Sonnenglanz und bringt es erst ihr. Okay, jetzt Blutglanz. Alles klar. Zwei Stück brauchen wir noch. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier nochmal irgendwo fündig wären. Oh, lass mal einer. Ja, kommt ein bisschen zu spät der Herr, ne? Der Kobold ist schon K.O. Was ist, wenn ich jetzt tot wäre? Und dein Buff zu spät kommt. Mann, Mann, Mann. So, wollen wir mal weiter gucken. Da, nochmal Sonnenglanz, oder? Ah, sehr schön. Wollen wir zurück? Komm, gehen wir zurück. Geben wir erstmal die Heilpflanzen ab. Da können wir ihn. Oh, da ist eine Kiste. Das ist so typisch Rollenspiel, ne? Ah, komm, gehen wir wieder zurück und dann. Oh, da ist eine Kiste. Oh, da ist eine Quest. Schon ist man wieder andersweitig abgelenkt. Sag ich noch was? Nee, okay, das ist nur so ein Tonkrug. Genau, ich gehe jetzt mal zurück. Kasalis. Gehen wir jetzt mal die Mission ab, damit es aktualisiert wird. Hoffe ich mal zumindest. Unten gab es noch einen Strandabschnitt. Dann können wir nochmal dorthin. Alles klar, verstehe ich schon. So, du hast aber was, ne? Ich sammle Zutaten, nicht wahr? Oft sieht man die Blumen am Fuße größerer Bäume wachsen. Nicht, dass ich mich an diesen Tagen hinausfragen würde. Passt nur auf, dass ihr nicht selbst verletzt werdet, mein Freund. Ja, okay, größere Bäume, alles klar. Hallo! Nein, nicht du. Sie, Madame. Noch ein wenig Mondglühen finden. Gibt man davon eine Prise hinzu, wird daraus eine hervorragende Medizin. Okay. Wurde aktualisiert. Ah, ich glaube, diese Mondglühen gibt es nur in der Nacht, ne? Soweit ich mich erinnern kann. Die Sonne geht aber auch schon unter, so wie es ausschaut. Gut. Geht's immer noch draußen.
Und soweit ich mich erinnern kann, sind nachts auch teilweise andere Tiere unterwegs. Wölfe, ne? Wölfe gibt es hier auch. Und die Tiere sind teilweise stärker. Also man muss jetzt hier schon recht aufpassen. Weswegen ich mich jetzt auch gleich mal einen Moment heilen werde. Gift, okay. So, schon sind wir ein bisschen geheilt. Beziehungsweise wir haben jetzt wieder volle Energie. Sehr schön, wie die Sonne jetzt so langsam runtergeht, ne? Sehr cool. Da muss das Lager sein. Das ist eigentlich unser Ziel. Aber bevor ich da hingehe, möchte ich hier auf jeden Fall noch ein paar Sachen erledigen. Auch auf jeden Fall leveln. Vielleicht schaffen wir es ja noch in dieser Folge, zum Lager zu gelangen, ne? So, wollen wir mal gucken. Was gibt es hier noch? Das ist eine Kiste, kann man mal zerstören. Hackknollenmilch. Das nehme ich gerne. Hey, scheint ja soweit nichts mehr zu sein, ne? Wir haben wieder. Ach so, okay, wir sind ja am Lager fast angekommen. Das ist zwar nicht ganz richtig, aber wir sind im Prinzip kurz davor. Eine leere Flasche. Noch eine leere Flasche? Okay. Eine willkommene Brise. Okay. Ja, die Vasallen sagen hin wieder auch mal was. Weiß nicht, ob wir hier schon fündig werden, ne? Diese Tage verdunkeln eine Wolke des Unbehagens, das Land. Okay. Boah, also darunter will ich nicht fallen, ne? Was haben wir denn hier? Geld! Cool! Ne, jetzt ist mir noch ein bisschen zu weit. Wir gehen nochmal zurück und schauen uns mal den Strandabschnitt dort unten an. Okay, vierter Kollege nicht. Wir können ja mal gucken, dass wir. Okay, waffentechnisch können wir momentan nichts machen, als auch fähigkeitenmäßig. Also geht's erstmal nach unten. Ich muss, dass hier so wenig Gold sind. Noch eine leere Flasche. Gucken, was sich hier so versteckt. Möwen. Na, Fisch, okay. Nichts von Wichtigkeit. Was versteckt sich hier? Ich spüre was. Hier gibt es irgendwas. Suchermedaillon, okay. Goblins Roman Pax arisen. Was ist das Suchermedaillon? Was war das denn? Das war irgendwas von Wichtigkeit. Ein Artefakt aus einer anderen Zeit. Okay, wisst ihr Bescheid? Was ist das hier? Möwen. Ich hasse Möwen. So. Ihr seht, meine Trefferquote ist hier auch 1A, ne? Wie man sehen kann. Jeder Schuss sitzt. Ja, bei kleineren Gegnern ist es mir verziehen, oder? Die sind nur so klein. Oh, das ist eine Kiste, cool.
Irgendwas? Sind kleinen Flosen? Nichts, aber da ist eine Kiste. Ich sehe schon, da ist eine Kiste. Verstummungsfeil, okay. What's this? Hier ist es nicht. Da. Ein verzauberter Pfeil, der seine Opfer verstummen lässt. Okay, 20 Stück. Normalerweise waren hier auch Kobolde. Ich glaube, die erscheinen dann nur in der Nacht, wenn sie jetzt nicht da sind. Ich hebe wieder jeden Scheiß hier auf, den ich finde. Und nachher wundere ich mich, warum ich so langsam geworden bin. Ja, hier gibt es auch eine Gewichtanzeige, ne? Also auch das wird hier mitberechnet. Ah, es wird schon dunkler, sehr schön. Die anderen mögen einfach nur da sitzen und nichts tun, ne? Die Kollegen hier sterben und oh, nö, nö, okay. Er war alt. Wir wissen ein bisschen EP mit. So, wo ist denn jetzt hier die Kiste? Hier war noch eine Kiste gewesen. Ah, tada! Amulett des Dämons, interessant. Ein Talisman, der den Zorn eines Dämons in sich bergen soll. Er erhöht für eine begrenzte Zeit die Magie, solange er in Gebrauch ist. Okay. Also für Zauberer wahrscheinlich eher gedacht. Ist das eine Höhle? Ah, hier kann ich Erz absammeln, ne? Also andere Materialien. Ah, ich habe noch nichts. So eine Spitzhacke wäre vonnöten. Gold, das ist ja schon recht viel. Boah, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, wenn ich jetzt hier. Nee, ich sterbe nicht. Aber wir sind so schnell und sind dadurch noch langsamer. Ach ja, lass uns gehen, das ist mir jetzt hier nicht ganz geheuer. Ist auch schon ganz dunkel geworden. Hilfe! Ihr habt da unten jetzt auch das Symbol da rechts von meiner Energie und Ausdauerleiste, dass wir durchnässt sind. Ja, auch das hat Auswirkungen auf unser Kampfverhalten. Leider. Die Laterne brauche ich jetzt noch nicht. So dunkel ist es ja jetzt nicht. Mal gucken, ob jetzt hier diese blaue Mondscheinblüte, Mondberg, Mondschein, Mondstein, Blüte hier irgendwie jetzt zu Gesicht bekommen. Muss ja irgendwo sein, ne? Aber die waren aber vorhin nicht da. Sind das da Goblins? Okay, die sterben jetzt. Kümmern wir uns später um die. Ich will jetzt echt diese Pflanze finden, damit wir jetzt noch diese Mission abhaken können. Wenn ich mich recht erinnere, müsste sie entweder blau leuchten oder da waren Motten drumherum oder irgendwelche Fliegen. So wurde sie jedenfalls damals angezeigt. Gehen wir erstmal hier lang, gucken wir mal, ob wir hier fündig werden. Wenn nicht, gehen wir wieder dort hoch zum Waldbereich. Ich sehe da auch schon wieder Feuer. Okay, da sind wieder jede Menge Kobold unterwegs. Ja, ich glaube, die Pflanze ist auf jeden Fall seltener als die Sonnenglanzblüte, Sonnenscheinblüte. Ah, das ist eine Kiste, die wir nicht geöffnet haben. Uiuiui. Fremdländisches Messer, okay.
Nee, Leute, wir haben hier echt nichts. Da ist auch schon fast das Lager. Gehen wir mal erstmal hier im Wald rein. Oh. Ja, cool, wenn du mich buffen würdest, Kumpel. Der deckt sich, der Penner. Na, warte. Oh, Kobold-Horn. Das hat man vorhin noch nicht gehabt. Glaube ich zumindest. Wo ist denn der andere Kollege hier? Schon K.O.? Ne, da ist er. Man macht erheblich mehr Schaden, das sieht man deutlich. Wenn man erstmal gebufft ist. Ja, notfalls, wenn wir jetzt sie in dieser Nacht nicht finden sollten, hier die Pflanze, ne? Dann gehen wir nochmal zurück und lassen mal ganz schnell wieder Nacht werden. Wölfe, wo? Wo sind Wölfe? Hier. Da stehen, Mann. Wölfe hasse ich, die sind. Oh, mein Buff ist weg. Hilfe! Komm, dich habe ich jetzt auch. Oh, unser Vasal ist fast K.O. Und er ist K.O. Mist. Ah, der ist mal wieder erwecken. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und ich bin K.O. Eieiei, was war das denn? War ein heftiger Schlag. Ja, immer es auch gewesen ist. Echt? Shit. Aufträge, gucken, ob wir die Pflanzenmission. Okay. Dann haben wir die Blüten wohl zurückgebracht gehabt. Ist noch Tag. Ach, Menno. Das heißt, wir müssen noch die ganze Kohle wieder einsammeln gehen, ne? Ja, komm, das machen wir. Dann wird es halt eine längere Folge. Dann tut es mir jetzt schon leid. Ah, das will ich auf jeden Fall noch machen. Wie konntest du sterben? Rotschopf. Okay, ja, dann ist es so. Und vielleicht wäre es ja besser, wenn ich ihnen ein paar Grünlattiche gebe. Oh, drei Stück. So. Genau, hier gab es ja Kohle, glaube ich. Ne, hier gab es kein Geld. Hier gab es das. Nicht, oder? Hier gab es das Amulett, ne? Genau, Suchermedaillon. Leere Flasche. Mal schnell weiter. Der Waldbereich ist jetzt echt heavy, also da müssen wir höllisch aufpassen. Dann sollte ich vielleicht ihn auch nochmal heilen. Er hat ja ein bisschen was verloren. Irgendetwas hat mich hart getroffen. Ich frage mich immer noch, was es gewesen ist. War es der Kobold? War es ein Wolf? Ist mir jetzt ein Rätsel. Das ist mir jetzt echt ein Rätsel. So, hier gibt es nochmal 1000. Sehr schick. Was ist das denn hier? Achso, wieder die Tonkrüge. Ach nee, komm, lass mal.
Kleiner Fisch, kleiner Fisch. Und hier hinter gab es dann noch eine Truhe. Ich glaube, das Medaillon war hier drin, ne? Amulett des Eroberers, okay. Was wir jetzt zumindest genauso viel bekommen wie vorhin. Geld. 1000, das schon mal richtig. Nochmal 1000, super. Sehr cool, sehr cool. Die Sonne ist auch schon wieder fast verschwunden. Ja, wir sind bedeutend langsamer, wie man sehen kann. Na, ich habe jetzt den Wagen extra da gelassen, nur machst du ihn kaputt. Rock. Rook. Ist hier Grabsteine? Ja. Gut, dann wollen wir noch mal hinten anfangen, würde ich sagen. Gehen wir noch mal nach hinten. Na, sollst einfach mitkommen, nicht umsehen. Einfach nur mitkommen, Freund. Und da es jetzt dunkel wird, können wir uns ja im Prinzip hier oben zuerst umschauen. Das ist so heavy, ey. Nur lässt noch so eine arme Möhre noch fallen. Das arme Kaninchen. Vielleicht kann ich mich ja nachher auf so einen Felsen in Sicherheit bringen. Das wäre eine Option, ja. Mein Geld. Okay, hier sind wir schon gewesen. Da anscheinend auch. Der Meeresbrisenpfad, okay. So, ich sehe jetzt eigentlich noch nichts. Da unten. So. Nur ein Problem weniger. Es wird dunkler, es wird dunkler. Vielleicht haben wir jetzt Glück und finden ja was. Könnt ihr nochmal auf den Felsen hier nochmal umschauen, denn hier scheint es erstmal nicht gegeben zu haben. Gehen wir erstmal hier nochmal hoch. Oder findet sich hier nochmal die Blüte? Aber hier ist eine Kiste. Hahaha. Geld, Nummer 1000. Also wir haben schon mittlerweile 13.000. Gar nicht mal so verkehrt. So, wenn sich jetzt die ganzen Goblins dort unten wieder versammelt haben, wie man sehen kann, heißt das, dass jetzt die Wölfe ja auch nicht sehr weit sind. Mondschein sind Blüte, Mondschein Blüte, ich brauche dich. Wenigstens eine, so ein Anhaltspunkt.
Ich glaube, die werden hier nicht fündig. Sieht nicht danach aus. Ah, ist eine Kiste. Cool. Nochmal 1000. 14.000, ey, Junge. Ey, hier ist auch nichts. Oh, Goblins. Okay, auch erledigt. Wolf, okay, alles klar. Jetzt wird's eklig. Siehst auch kaum die Viecher, ne? Weil ich so auch nicht in so eine Falle tappen, weil es mehrere Würfe sind. Das muss jetzt nicht sein. Jetzt aber der zweite. Endlich super. Erledigt. Wo ist der andere? Jetzt kommen auch noch Goblins dazu. Hilfe! Oh, verflucht. Sauber. Okay, ich denke, jetzt wird es Zeit, einen grünen Rattich zu nehmen, denn wir wollen ja nicht wieder verrecken. Kommt ein bisschen spät, Kumpel, aber okay, danke, dass du dich an mich denkst. Das war jetzt der Auftrag, sauber. Oh, erledigt. Oh Mann, es sind zu viele Würfe da. Kobold jetzt auch noch. Waffe ist weg, aber er kokelt noch. Das ist gut. K.O. Und Stufe 5 erreicht. Riffsplitter. Okay. Noch Würfe da. Nein! Block ist K.O. Oh, nein. Nee. Ganz schnell rein. Es waren die Wölfe. Alles klar. Komm her, du Mistvieh, jetzt bist du dran. So, erledigt. Puh. Junge. Ich hoffe, es gibt jetzt hier keine weiteren Würfe mehr. Es ist immer. Boah. Heavy, also die Wölfe können echt enorm Schaden machen. Kurz jetzt nochmal Grünlattich haben. So, vielleicht werden wir jetzt hier irgendwo nochmal fündig. Ist noch ein dicker Baum. Vielleicht ist ja hier was. Nope, nichts zu sehen leider. Ah,
Haben wir uns eigentlich dort hinten nochmal umgeschaut gehabt? Das ist auch nochmal eine Klippe. Seelenheil, okay. Okay, wollen wir unsere Ausdauer nicht ganz so verlieren, ne? Deswegen schauen wir mal einen Gang runter. Ich lasse irgendwie noch Gegner auftauchen. Ne, hier ist auch nichts, okay. Muss ich gleich mal eventuell mal in unseren Vasallen ins Inventar mal reingucken, nicht, dass er jetzt irgendwas aufgeschnappt hat. Und wir hier doof und dämlich suchen und er die ganze Zeit bei sich trägt. Wäre ja nicht das erste Mal, dass sowas passieren kann, könnte. So, hier ist auch ein guter Versteck. Aber wie ihr seht, sehen wir nichts. Ah, checken wir mal erstmal die Ausrüstung. So, was hat er denn so bei sich? Grüner Tisch dreimal. Gut. Kiefernzweig, Zielernzweig. Okay, sonst hat er nichts. Okay, müssen wir eventuell doch hinterm Lager noch ein bisschen weiter suchen. Dann laufen wir mal dahin. Ah, es sieht schon aus, als es wieder heller wird am Horizont. Ausdauer. Sind schon noch mit Steine beworfen oder ist das Kacke? Komm her. Sehr großzügig, danke. Da oben scheint jetzt nochmal Kobold zu sein, aber ich mag da jetzt nicht hochgehen. Nein, keine Wölfe bitte. Wo ist er? So, wenigstens ist der Kong. Er hält sich auch selber, das ist gut an den Vasallen. Also wenn sie schnell genug sind, können sie sich auch nochmal selbst retten, indem sie hier diese grünen Lattiche benutzen und so weiter und so fort. Komm schon, Mondscheibenblüte, Mondblüte. Soll hier irgendwo sein? Vielleicht hier irgendwo versteckt? Nachtjammer. Warum kann es nicht die Nachtjammer sein? Die haben wir jetzt mittlerweile so oft. Cool, eine Kiste. Nee, hier will ich nicht aufklatschen. Also bitte keine Wölfe hier.
Der Manamia-Pfad, okay. Seid ihr Freunde oder Feinde? Okay. Wer holt jetzt wen? Was ist hier los? Mist, Banditen. Ich glaube nicht, dass wir gegen die ankommen. Die sind definitiv. Wollt doch nicht. Ausdauer, verflucht. Oh, danke. Komm, bevor du stirbst. Komm, komm, wir hauen ab. Rock, komm einfach. Danke. Schnell weg hier. Nee, die packen wir nicht. Das sind einfach zu viele. Da brauchen wir mindestens noch die anderen Vasallen, die zwei anderen Vasallen, die hier mit uns mitreißen. Ob es diese Mondblüte eventuell noch unten am Strand gibt? Ich zweifle es sehr stark. Ich meine, wenn sie hier schon nicht ist, warum soll sie jetzt da unten blühen? Eine Kiste oder ist das eine Kiste? Geldbeutel. 17.000. Gut, gehen wir runter. Schauen wir uns unten nochmal um. Vielleicht werden wir hier unten nochmal fündig. Hier ist nichts. Seht mal, seht mal. Ich glaube, das ist sie. Da sind wir jetzt, glaube ich, richtig. Ja, jetzt haben wir sie. Und schnell weg hier. Super. Ich glaube es ja nicht. Wir haben sie ja nicht gefunden. Ja, da können wir auch gleich die Kobolde hier mitnehmen. Ist auch ein bisschen Erfahrung. Komm ich einfach mit. Oh nein, du bist angegriffen. Na warte. So, ich auch mal gleich mal mitheilen. Ah, kommt schon die Sonne hoch, das ist cool. Dann würde ich sagen, wir gehen uns jetzt einfach zurück zum Dorf, zu unserem Dorf Kasadis. Geben die Mission ab und dann war es das auch schon für die Episode. Schon lang genug, ich glaube, wir sind schon über dreiviertel Stunde hier unterwegs. Und es ist eine mega Folge geworden. Tut mir leid. Aber zumindest haben wir dann zwei, drei Missionen. Drei Missionen eigentlich schon, ne? Wölfe, Hasen und. Jetzt die Geschichte hier. Die Frage ist, ob die Tante jetzt überhaupt noch da ist, anzutreffen ist, weil nachts hauen die ja alle ab, ne? Da ist sie. Mondglühen ist in dieser Gegend selten geworden. Ich bin erleichtert, es zu sehen. Gut, das sind beide Sorten. Ehrlich gesagt überrascht es mich, dass ihr sie so schnell gefunden habt. Naja, so schnell. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Mit ein wenig Glück werden wir bald wieder alle gesund gepflegt haben. Das ist euer Verdienst, mein Freund. Gerne, Benita, gerne. Und jetzt rüber mit der Kohle. Lass irgendwas rauswachsen.
Ich fürchte, ich kann euch außer diesem hier nichts zum Dank anbieten. Bitte nehmt es. Jetzt werde ich Medizin zubringen. Okay, danke, was immer es auch ist. Tausend Gold, 500 EP. Bin ich mit zufrieden. Gehen wir mal hier zu, wie heißt der? José? Oder irgendwie, hat irgendeinen spanischen Namen gehabt, ne? Irgendwas Südländisches. Wo bist du denn? Pablo. Er hat keine weiteren Quests für uns. Dann würde ich sagen, wir machen hier Rast. Und in der nächsten Episode gehen wir dann weiter in Richtung Lager. Das ist dann unser eigentliches Ziel gewesen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin der Chris Renfield. Das war Dragon's Dogma Dark Arisen. Die dritte Episode. Bis zur nächsten Folge. Wir hören uns. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao.